Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Töchter, wir werden das Spiel nochmal spielen, also das DLC, und gucken mal, ob wir vielleicht das andere Ende, oder ich weiß nicht, wie viel gibt es eigentlich? Ich denke mal, wir haben letztes Mal das nicht ganz so gute Ende erreicht. Es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit, Möglichkeiten. Wir haben hier auch, wie gesagt, noch einige Dinge, also mir kommen da einige Dinge in den Kopf, die wir noch nicht benutzt haben. Und einige Dinge, ja, da wir haben nur einen Dietrich. Gibt es noch einen zweiten? Oder wenn es nur einen gibt? Ich überlege mal, wenn wir jetzt gleich nochmal reingehen ins Spiel, werde ich mal nicht die Schublade öffnen, wo wir die Flasche gefunden haben, sondern oben im Badezimmer, da war auch noch eine Schublade. Wie ist da ja? Muss man ja irgendwie überlegen, welche man davon mit dem einen Dietrich aufmacht. Vielleicht gibt es ja nur einen. Und der Werkzeugkasten, den wir da auf der Veranda gefunden haben, der ist in der Regel, glaube ich, auch immer mit so einem Dietrich offenbar öffnungsbar. Also vielleicht spielen wir das Ganze hier noch zweimal. Ich weiß nicht. Ich probiere erst einmal aus, oben im Badezimmer mal diese Schublade aufzumachen, was da so drin ist. Denn im Lukas Zimmer ist auch noch etwas gewesen. Da war noch so eine Trophäe, da fehlte noch irgendetwas. Und vielleicht ist ja da irgendwie sowas drin. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls, ja, die haben ja gesagt, nur irgendeine Kleinigkeit, die man anders macht, könnte schon reichen, um ja, den Verlauf zu ändern, also das andere Ende zu bekommen. Deshalb mache ich das Ganze jetzt nochmal. Ich weiß ja einiges jetzt schon. Ich habe mich ja auch schon umgeguckt in der letzten Folge. Deswegen kann ich jetzt ich kann es eigentlich ziemlich durchwaschen bis zu dem Moment, wo wir dann nicht mehr Bescheid wissen, was da so passiert. Ja, ich gehe hinein und sage noch einmal viel Spaß mit dem Töchter-DLC vom Resident Evil 7 Hauptspiel. Den Beginn der tragischen Geschichte der Bakers erleben wir nun noch einmal. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Let's go. Töchter. Ein anderer Pfad. Finden Sie Mia. Sie ist der Schlüssel zu diesem Albtraum. Okay. Ich bin gespannt. Na, ist schon sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also die DLC hier ist schon cool. Die anderen beiden, die ich noch spielen werde, Not a Hero und das Zoe's Ende. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Das gibt Hintergrundinfos. Die anderen Dinge, die DLCs, das finde ich eher so, ja, kann man mal spielen. Das ist einfach nur so ein bisschen Zeitvertreib. Aber diese drei, die ich jetzt vorhabe, nochmal mit euch zusammen durchzugehen, also zu erleben, das gehört dazu zum Storystrang. So, Ladebildschirm, komm schon. Lad mal ein bisschen schneller. Wir haben keine Zeit. Komm schon, meine Güte. Ah. Na los. Ah, bitte, geht doch. Gut. Es ist wie ein Videotape aufgemacht. Ein Videotape. Ah, das hatten wir schon, aber das gucken wir nochmal an. Die Breaking News. Die Themen des Tages. Die rekordverdächtigen Niederschläge durch den Hurrikan diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm den Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in der Sicherheit sein. Was Neues über den Schaden vom Sturm? Sagen Sie nichts drüber. Marguerite, mach auf, hab noch eine. Ungewöhnlich. Oh. Oh, sie ist so jung. Ja, wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh.
Sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas' altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist deine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Lucas. Und der Kerl, der gerne ans Handy geht. Oh. Huch. Oh. 1019. Oh, wofür ist denn das? Das konnte man aber gerade verdächtig gut lesen. Das konnte man gerade echt gut lesen. Oh, das merken wir uns mal. Ich hoffe, ich kann mir das auch merken. Oh, hallo. Hier ist nochmal der kleine Hinweis auf, ich glaube, Resident Evil 5. Ich glaube, da ging es, glaube ich, in Hedonia, in Afrika irgendwo, ne? Da spielt man, glaube ich, wen spielt man da? War das Jill oder war das Rebecca Chambers? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel ganz, ganz kurz vor Ewigkeiten mal angespielt. Und ja, habe nur angespielt. So, 1019. Im Wohnwagen, okay. Bring ihr ein paar Klamotten, bevor sie den Mist überall... Schau mal an, die Zimmer muss aber nachlesen, ne? Im Kochbuch. Und das ist noch menschliches Kochbuch, also das ist noch ein menschliches Kochbuch. Saubere Klamotten in der Waschküche. Wenn man bedenkt, was... Ja, später wird sie eher ein Menschenkochbuch haben. Was ist denn da drin? Nicht unterm Rock. Nicht unterm Rock. Und auch die Einkaufsliste oder die Notizen sind auch noch menschlicher. Also die werden immer menschlicher, also ihr wisst, was ich meine. So. So, diese Schublade werde ich nicht öffnen. Ich werde mal die andere öffnen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das Spiel möglicherweise nur einen einzigen Dietrich versteckt hat. Ist krass. Aber das Spiel möchte wahrscheinlich, dass man das Spiel automatisch mehrfach durchspielt. Ich weiß es nicht. So, der Kantenmarkierer hat uns hier Kabel ausgelegt. Dem ist die Farbe ausgegangen. Der wollte mal die Kabel benutzen. So, hier war nichts. Aber da war noch ein Zettel. Den gucken wir uns ganz kurz an. So, dankeschön. Was war hier noch? Warum man die aufmachen kann, weiß ich nicht. Es ist einfach, ja. Hier war nichts mehr. Dann nehmen wir uns mal die saubere Klamotte. Oh, die Socken fehlen, ne? Ethan hat ja nach den damals, als er hier war, oh, die Miefen oder so, ne? Ganz ehrlich, hat er da gerochen. Oder der Gestank ist ihm sofort in die Nase gekrochen. Kann natürlich auch sein. Eieiei. So. Wir gehen direkt nach oben. Würde ich vorschlagen. Runter gehe ich nicht nochmal. Wir müssen eh da wieder, zeitnah runter. Wegen dem Seile. So, ich öffne jetzt schon mal diese Schublade hier. Jetzt bin ich gespannt. Was ist drin? Ah, das ist das Ding, was in die Trophäe reinkommt. Leck mich am Arsch. Damit kommen wir nach oben, oder? Natürlich kommt man damit nach oben. Okay, ich kann da nichts viel machen hier. Erst später. Oh, krass. Man muss also tatsächlich... Ja, wenn man die falsche Schublade aufmacht, kriegt man das schlechte Ende. Wenn man die eine im Badezimmer aufmacht, das... Wahrscheinlich ein anderes. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie viele Enden es gibt, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, ein gutes, ein schlechtes. Also gut in Anführungsstrichen. Wir werden jetzt mal gucken. 1019. Wahrscheinlich ist da oben
die Lösung für die Zahlen. Hä? Moment mal. Hä? Warum hat er Lippenstift? Und Puder? Was für ein Luder, Lukas! Hä? Warum? Das ist das Zimmer von Lukas, oder? Warum hat der hier Lippenstift? So, im Hauptspiel fanden wir hier Holzgewehr und was war das andere noch? Axt, ne? Holzaxt. Die konnten wir dann damit konnten wir dann die defekte, oder diese eine Flinte da unten holen, ne? Genau. Mehrfach konnten wir das dann auslösen. Ah, da hinten ist doch schon ein Laptop. Das sehe ich doch schon von hier aus. Sein Privatgemach. Der Junge, der auf jeden Fall Dreck am Stecken hat. 1019, ich verstehe. Anzoi, ich habe dir gesagt, du sollst deine dreckigen Finger von meinem Notebook lassen, nicht Laptop, Notebook. An Dumpfbacke. Oh, du bist ja nur eifersüchtig wegen meiner Hackerfähigkeiten. Hack, hack, hack. Das hast du davon, wenn du dasselbe Passwort für dein Handy und deinen Computer benutzt. Du Vollidiot. Also eine typische deutsche Übersetzung, ne? Handy steht da. Also in der Originalversion wird wahrscheinlich Cellphone oder Smartphone, haben die das da in Amerika? Auf jeden Fall gibt es das Wort Handy da in Amerika ja nicht, oder im Englischen. Das ist eine typische deutsche Erfindung. Ja, gucken wir mal, was wir hier haben, ne? Okay, 1, 0, 1, 9. Enter. Ja. Geil! Die Fick-Dich-Liste, Oktober 2014. 1.10. Der Alte hat mir direkt eine ins Gesicht gewischt, weil ich beim Essen mein Handy benutzt habe. Fick dich! 3.10. Ich kann kein Wort über Mamas Kochkünste verlieren, ohne angeschrien zu werden. Fick dich! 5.10. Ich habe so lediglich beim Yoga zugeschaut und sie nennt mich einen Perversling. Fick dich! 6.10. Der Alte war besoffen und hat angefangen, meinen ganzen Mist in roten Kasten auf der Veranda zu schmeißen. Fick dich! Roten Kasten auf der Veranda. Okay. Interessant. Okay. Das Geräusch da gerade war auch cool, ne? Typisches Resident Evil Geräusch, als wir da gerade dran gingen. Als man da in alten Teilen ins Menü rumklickte oder irgendwelche Optionen machte, kam das typische Geräusch, was wir gerade hörten. War nicht cool. So. Holzgewehr und Axt ist noch nicht hier. Die Axt kann man übrigens draußen vom Wohnwagen im Hauptspiel, wenn man ein bisschen durchs Gebüsch geht, da draufsetzen. Da kriegt man nämlich dann ein weiteres Schattenspiel und dann kann man da nämlich dann, ich glaube, Steroide oder irgendwas ist da drin. Viele vergessen das oder übersehen, dass man damit da durch das Geäß gehen kann. Aber mit der Axt kann man dann sich ein bisschen was verbessern. So, wir gehen mal zu... Was haben wir jetzt? Wir haben ein altes Feuerzeug, das brauchen wir gleich. Und die Kleidung, ne? Okay, für die Story müssen wir jetzt einfach mal hier ans... Ja, das Kind ankleiden. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Sie gehören mir. Was? Die hat wieder durchgenässt. Die hat sich wieder... Oh, Mann. Wir hätten wieder ein paar Pampers anziehen sollen. Ist der Strom ausgefallen? Hat ein Blitz eingeschlagen? Hoch komme ich aber noch, ne? Theoretisch. Nur mal kurz gucken. Wenn der Strom ausgefallen ist, ist das Laptop-Strom oder... Aha, natürlich. Das läuft auf Akku. Das Spiel hat sich darauf vorbereitet. Man könnte also noch später im Dunkeln hier noch die Trophäe betätigen. Okay. So. Die Öllampe. Die brennt schon.
war das? Ja, möchtest du nicht wissen. Möchtest du nicht wissen. Was mit der Suppe? Ist die Suppe schon fertig? Lecker. Ich glaube, ab sofort gibt es hier keine... Ja, leckere Kost mehr. Menschliche Kost, eher Menschenkost. Wie ich ja schon erwähnte. Lucas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Der Lucas, ja, der ist der Einzige. Wobei, der Vater hat getrunken. Ist die Familie vielleicht doch nicht so wie... Also doch nicht so eine... Was zum Teufel ist hier los? Alter. Hat die vielleicht doch schon ein paar Probleme gehabt? Bin aber auch schon besoffen, war der gute alte Herr. Man weiß es nicht. Mama, bist du das? Zoe, komm und schau. Schau ihre Gabe an. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine hier gekriegt hat. Oh Gott! Küss mich, Liebster! Mama will fertig sein. Wir sollten gehen. Und er holt uns direkt ein Seil. Also lässt uns ein Seil holen. Nach dem Motto... Ja, gewisse Liebesspiele, Fesselspiele. Ich weiß nicht, wozu denn Seil braucht. Zum Fesseln? Zwing mich nicht zu was, das ich später bereue. So, wir gehen jetzt nur einmal hier unten rein. Mama? Weil die Tür ist immer wieder zu. Warum? Und warum funktioniert die hier, wenn da kein Strom? Also, ich weiß nicht. Oder ist auch ein Akku drin? Ich verstehe das alles nicht. Aber gut. So, das ist das Seil. Das nehmen wir uns mal. So, sonst war hier nichts mehr, ne, was man mir angucken konnte. Das nette Auto. Daddy braucht schnell ein Seil. Wenn Daddy es schnell braucht, ne? Ihr wisst ja, wenn Daddy sauer wird, das, ja, man möchte nicht, dass Daddy sauer wird. Der gute Jack. Ach ja, so. Na dann, let's go. Okay, ein Seil aus Kunstfaser. Nicht so leicht durchtrennt werden. Okay, also ein gutes, stabiles Seil. Daddy? Auf! Keine Sorge, es ist viel schlimmer als es aussieht. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Wort. Deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Sie will, dass ich das mache. Ich muss ihr zeigen, wie er geht. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evina. Okay, er hat uns noch ein bisschen quasi die Chance gegeben, zu flüchten. Daddy! Oder er möchte einfach ein Spiel spielen mit uns. Er möchte uns gerne jagen. Er jagt uns ja gerne. Er ist ja sowieso gerne ein... Ja. Ja, ja. Jo. Den Hut will ich ja mitnehmen. Damit sind wir ganz leicht auf der Hut. Du kannst mich nicht raushalten. Gabel. Hör auf! Der geht der Dotter durch. Der geht ja tatsächlich. Alter! Warum? Ich dachte, das Seil hält! Ich dachte, das Seil hält! Das ist nicht euer Ernst! Und wo ist Mama?
Das Sepp, das... Oh, ja, urplötzlich hat er natürlich jetzt... Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Hab ich noch eine Chance? Habe ich noch eine Chance, ohne zu sterben? Er läuft immer hin und her. Okay. Ich werde wahrscheinlich gleich sterben, oder? Ich habe wahrscheinlich noch nicht. Eine Chance habe ich wahrscheinlich noch. Wichtig ist, das Feuerzeug auszulassen. Da bist du ja. Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich! Alter! Okay, wir müssen das Ganze nochmal machen. Okay, wir haben nicht ewig Zeit. Okay, alles klar. Okay, wir sehen auf jeden Fall eine neue Tötungssequenz. Alles klar. Also das Seil hält nicht ewig. Interessant. Okay, ist keine neue Tötungssequenz. Es ist keine neue Tötungssequenz. Es ist die gleiche. Interessant, das Seil hält also nicht ewig. Neu starten, bitte nicht. Nicht alles nur einfach neu. Lukas Passwort. Lukas Notebook ist mit einem Passwort geschützt. Aber wenn man seine halbherzige Art kennt, kann man ahnen, dass er dasselbe Passwort auch fürs Handy benutzt. Oh. Daddy, was ist denn nicht gefahren? So. Zum Glück hat er hier gespeichert. Zum Glück hat er hier gespeichert. Ich hatte gerade mal wieder ein bisschen Gänsehaut gerade und Panik. Oh, Heiliger. Immerhin kriegen wir hier genug Zeit. Hoffe ich. Heiliger Vater. So, jetzt gehen wir mal direkt. Kasten. Hallo? Bitte? Quetsch dich durch. Ah, die geht sogar. Vorher guckt die ja nicht rein. Die hat da vorher nicht reingeguckt. Erst jetzt, wo die weiß, was drin ist. Ah, guck an. Oh, wir kommen in den Garten. Und ich dachte zuerst, da wären alle Hundeköpfe drin, aber da fehlte wohl einer. Interessant. Die hat vorher nicht reingeguckt. Und jetzt guckt die einfach so rein, dass der Werkzeugkoffer war auf. Ich dachte, der wäre verschlossen. Wir bräuchten den Dietrich dafür. Oh Mann. So, wir wissen, was wir jetzt zu tun haben. Wir wissen, was wir zu tun haben. Der Jeff wird benötigt, um die Vordertür aufzuschließen und zum Hof zu gelangen. Familie geht vor, wie ich immer sage. Schön leise. Auch Mama hat gute Ohren. Boah, die Tür, mein kurz ein Riegel, ne? Sorry. Tut mir leid, ich weiß nicht was. Dann haben wir sie erstmal am Boden. Das ist mein Ziel. Wir kriegen den Autoschlüssel, den wir eh nicht brauchen. Also nicht für dieses Ende. Oder wir können vielleicht. Wenn wir jetzt Jack und sie vielleicht ablenken. Nee, ich glaube, das Auto ist auf jeden Fall das Schlechte. Das bekannte Ende, was wir schon hatten.
Ich glaube, es gibt immer noch eine andere Möglichkeit. Keine Sorge, Mama. Ich glaube, das mit dem Autoschlüssel ist auf jeden Fall keine gute Idee. Wird keine gute Idee sein. Da fehlt echt einer, oder? Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Oh. Danke. So. Jetzt sind wir draußen. Schön dunkel hier. Ich hoffe, es gibt noch keine Thermonster. Sorry, ich muss mich hier umgucken. Ich muss mich hier ein bisschen umgucken. Ob hier noch irgendwas rumliegt. Irgendetwas Storyhaftes. Wäre schon cool. Ich würde die Lampe da mitnehmen, Alter. Ich würde die Lampe mitnehmen. Die hängt da einfach nur rum. Also, einfach ist gut. Also, man kann sie abmachen, ne? Theoretisch. So, hier ist auch kein Dietrich mehr. Der ist erst später da. Ins Geäst kommt man noch nicht wirklich. Das ist also auch... Doch, kommt man wohl. Kommt man wohl. Okay. Mal gucken, ob man vielleicht zum Orte der Waffenteile kommt. Wir nehmen alles mit. Aha, aber ich glaube, man kann nicht gucken, ne, was dahinter ist. Oder? Da ist auch nichts. Ne, schade. Naja, hätte ja sein können. Wie sieht es hier aus? Der Ort, wo man die Holzaxt draufsetzen muss, ist es schon verfügbar? Ist doch hier, ne? Aber ist natürlich alles noch nicht. Ist natürlich alles noch nicht so. Naja. Ich nehme mal an, wir müssen in den Wohnwagen gehen. Da wurde ja die andere hingebracht. Ihr BH ist auch noch nicht da, von Zoe. Sonst ist hier nichts. Kein Kühlschrank. Wo ist der Kühlschrank? Kein Kühlschrank. Liebe Familie Baker, danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, aber vergessen Sie alles über mich. Ich hatte den Auftrag erhalten, eine wichtige Fracht auf dem Schiff zu transportieren. Sich mit mir oder jener Fracht zu befassen, kann nichts als Ärger für Ihre Familie verursachen. Großen Ärger. Bitte nehmen Sie keinen Kontakt mit der Polizei oder den Staatsbehörden auf. Tun Sie einfach so, als wären wir uns nie begegnet. Und Sie haben mich gerettet. Nehmen Sie diesen Ratschlag als meinen Dank. Wenn Sie ein etwa 10-jähriges Mädchen in der Nähe des Schiffes sehen, dürfen Sie sich ihr nicht nähern. Wenn sie mit Ihnen spricht, müssen Sie so schnell wie möglich weglaufen. Versuchen Sie dabei nur, sie nicht zu verärgern. Wenn Sie sich bereits auf irgendeine Weise unwohl fühlen, fürchte ich, dass das Schlimmste bereits geschehen ist. Ein Schicksal schlimmer als der Tod. Etwas, das in keinem Krankenhaus geheilt werden kann. Es tut mir so leid, aber es gibt einen Weg, es aufzuhalten. Serum. Wenn Sie es in je hören die Symptome auf, wahrscheinlich. Eieiei. Eine Biowaffe, definitiv. Umbrella oder andere. Umbrella ist ja die Rettungsfirma, aber jeder, der Umbrella kennt aus alten Spielen, weiß, Umbrella... So eine freundliche Firma, die als Security-Unternehmen oder als Aufräumkommando dient, kann die sich komplett gegen alte Gewohnheiten wehren und dich neu ordnen, als auch wenn jetzt ein Chris Redfield dabei ist. Ich weiß es nicht, ob die jetzt... Ja, ich weiß es nicht.
Ah ja, so. Wir werden ja das DLC mit Chris Redfield durchgehen. Vielleicht erfahren wir da auch noch ein bisschen was mehr. D005. Schwester. Ich glaube, ich war eingeschlafen. Schau einer an, wer sich zu uns gesellt hat. Wach auf und riech den beschissenen Kaffee, Zoe. Lucas. Geht's dir gut, Schatz? Der Sturm letzte Nacht hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Mir geht's gut. Ich hatte den seltsamsten Traum letzte Nacht. Da war dieses kleine Mädchen. Also nach dem Frühstück, werden Lucas und ich nachsehen, ob der Sturm Schäden angerichtet hat. Und ihr zwei solltet euch mal im Haus umsehen. Das ist eine gute Idee, Jack. Wisst ihr noch beim letzten Hurricane? Puh, da dachten wir hätten Glück gehabt. Und dann beim nächsten Regen, da hatten wir den Salat. Hallo, Schwester. Oh, fuck. Oh, Mann. Und so beginnt Zoes einsamer Kampf. Sie wird ihre Tage damit verbringen, ihrer jetzigen wahnsinnigen Familie zu entgehen, auf der Suche nach dem Serum aus Mias Brief. Die Nächte sind von dem mörderischen Festmahl Familie gezeichnet und Evelyns Körper wird verfallen, während die Monate vorübergehen. Schließlich wird Zoe Ethan begegnen, ihrer besten Hoffnung, das Serum zu finden. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg und der Horror nahm seinen Lauf. Trophäe erhalten. Ein Instinkt. Überleben. Silber. Oh, immerhin. Wären wir nicht gestorben, wahrscheinlich hätten wir wahrscheinlich Gold bekommen. Ich habe keine Ahnung. Aber immerhin, Silber ist auch gut. Für meine Verhältnisse. Ja, dann haben wir das ja jetzt auch. Ja, das war dann also. Es gab also zwei Möglichkeiten, zwei Enden. Wir haben auch alles gemacht. Familie Baker. Ich habe sie immer als, eigentlich vorher als gute Familie. Ich glaube, da war schon von vornherein alles nicht so mehr so ganz glückliche Familie. Hat man ja in den Aufzeichnungen von Lucas gelesen. Ich glaube, die waren damals, bevor Evelyn kam, schon nicht mehr ganz so. Ja, jede Familie hat so seine Problemchen hier und da. Vater trank wohl und wurde leicht aggressiv für Kleinigkeiten, wenn das Essen nicht schmeckte oder ja, die Mutter hat dann direkt ein Watschen gegeben. Und ja, die Familie hat also versucht nach außen hin wahrscheinlich eine gute Familie zu spielen, war aber innerlich wahrscheinlich doch nicht mehr ganz so, wie man dachte. Interessant, dass das jetzt hier so raus, ein bisschen rauszulesen ist. Lucas ist auf jeden Fall von durch und durch ein kranker Typ. Also gar keine Frage, der war immer krank. Schon als Kind. Ich sage ja nur, wo diesen Oliver, wahrscheinlich sein Freund oder sein Schulkamerad, oben, da wo der Laptop stand, dann eingeschlossen hat. Und da ihn dann sterben ließ. Also, wenn das aber sein Schulkamerad war, hat keiner nach ihm gesucht oder so? Haben die keine Spuren oder so? War die Polizei nicht da? Ist auch ein bisschen seltsam gerade, ne? Dass die verschwinden. Also das muss ja irgendwie schon ein Schulkamerad. Das liest sich irgendwie so in den Zettel so. Würde ich gerne mal im Hauptspiel mal nochmal nachgucken. Ich habe das ja auf dem Kanal, das Hauptspiel. Als ich damals die Notiz gelesen habe mit Oliver. Als wir da in dem Zimmer waren. Das erste Mal von Lucas. Heieiei. Ja, wie gesagt, also die Familie Baker hatte wohl auch schon vorher so leichte Problemchen. Ja, das war das Töchter-DLC. Das andere Ende. Das gute Ende. Gut. Ja, viel Familie. Ja, also sagen wir mal so, das für die Story, das, ne, das logischste Ende sozusagen. Das erste mit dem Auto, mit dem, ja, in der Garage. Das war halt, das war für Zoe einfach nicht. Wäre vielleicht das beste Ende, weil die wäre vielleicht. Vielleicht haben sie ja getötet, keine Ahnung. Oder dann wäre sie vielleicht
einiges entgangen. Man weiß es nicht. Tod ist manchmal, ja, weiß ich, ob es irgendwann mal eine Flucht sein kann. Man weiß es nicht. Ja, jedenfalls haben wir jetzt beide Versionen einmal durchgespielt. Schon sehr, sehr krass, dass man nur einen Dietrich findet und mit diesem Dietrich überlegen muss, welche Schublade man aufmacht. Ich weiß es nicht, diese Flasche, sehr scharf, konnte man die vielleicht dem Vater irgendwie hinrammen, irgendwie, wenn er einen gekriegt hätte? Das wäre interessant gewesen, das noch rauszufinden. Wenn das einer mal probiert hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ob es einfach nur ein Fake, einfach nur eine Niete wäre, ein Nietengegenstand nach dem Motto, haha, guck an, du hast die Flasche, du Flasche. Ja, schon sehr interessant. Also sie wollten also, dass man das Spiel mehrmals spielt, um zu wissen, da ist doch die Trophäe, da fehlt irgendetwas. Da ist eine offene, nicht aufgemachte Schublade und der Werkzeugkasten, wo sie nicht reingeguckt hat. Die hätte vorher... Alter, die guckt da nicht rein, weil da keine Informationen von Lukas vorhanden waren, dass da was drin ist. Ich hätte schon vornherein da reingeguckt. Mensch, ich bin der Spieler, ich möchte reingucken, aber die macht das nicht. Ja, das war das Töchter-DLC, Teil 2, das andere Ende. Wir werden uns dann als nächstes mit dem DLC... Not a Hero, kein Held beschäftigen. Quiz Story, Quiz Redfield Story. Ethans Kampf ist vorbei, aber es gibt noch ein letztes Problem zu lösen. Und diese Aufgabe fällt Quiz Redfield zu, einem Veteran im Kampf gegen den Bioterrorismus. Vielleicht erfahren wir da so einiges über Umbrella vielleicht auch und noch ein paar Hintergrundinfos. Und das ist wahrscheinlich das DLC um Lukas. Später, wenn wir das geschafft haben sollten, gibt es dann noch End of Zoe, der Bruder von Jack, Joe, der sich dann um Zoe kümmert. Aber als nächstes erst einmal Not a Hero. Also, gerne Kommentare schreiben, wie es fandet. Bitte nett und freundlich bleiben. Einen Daumen nach oben lassen wäre nicht nett. Wäre auf jeden Fall sehr nett. Würde mich sehr darüber freuen. Und ein Abo mit Glocke, um jederzeit über neue Videos informiert zu werden. Würde mich sehr freuen. Ja, gerne mal Spielewünsche in die Kommentare hauen. Dann, welche Spiele ihr mal sehen wollt. Ich überlege, ein weiteres großes Spiel zu spielen mit euch hier. Und zwar Red Dead Redemption 2 würde ich gerne spielen. Das ist von Rockstar Games ein Open-World-Spiel im Wilden Westen, was sehr, sehr geil sein soll. Wenn ihr Interesse habt, gerne mal einen Kommentar schreiben. Ja, der Kanal ist auf jeden Fall nicht tot. Wir werden gucken, dass wir hier und da nochmal ein paar Spielchen spielen. Und ja, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Gerne Kommentare schreiben und mal nett bewerten. Würde mich sehr freuen. Also, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit Not a Hero Quiz Story. Die Story von Chris Redfield zu dem Spiel Resident Evil 7. Der Retter in der Not am Ende. Der sich schon gemacht hat, ne? Er hat sich gemacht vom Aussehen her. Wenn man bedenkt, wie er vorher aussah im ersten Teil von Resident Evil. Noch Pixel übersät. Ja. Gut, also Freunde, macht's gut. Bis denn. Nächstes Mal geht's weiter mit Not a Hero. Der Start. Der wird wahrscheinlich mehrere Folgen haben. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Entweder mache ich das jetzt in einen Rush und schneide das dann durch und durch. Oder ich mache dann irgendwann mal einen Cut, einen Folgenbreak. Und muss man mal sehen, ne? Ja, also, macht's gut. Bis denn. Vielen Dank fürs Zuschauen.